Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hi Freunde, Happy Day. 6.48 Uhr, ich bin am Start. Freunde, ich bin richtig excited. Eigentlich wollte ich ein anderes Video machen, aber you know the drill, die Deutsche Post bestimmt mein Make-up jeden Tag aufs Neue. Und deswegen habe ich mich ein bisschen so von der Idee, die ich eigentlich hatte, ein Drogerieprodukt gegen ein High-End-Produkt antreten zu lassen, inspirieren lassen und so ein bisschen auf das Feedback von euch von meinem letzten Video von Montag gehört. Und wollte euch die besten Drogerie-Alternativen zu bestimmten High-End-Produkten zeigen. Ich sage nicht extra Dupes, weil Dupes, also doch eigentlich sage ich schon Dupes, steht ja auch im Titel, aber ne, Dupes ist immer so ein Begriff, da scheiden sich die Geister und zwar sehr extrem und we don't want any drama. Aber das sind so Produkte, wo ich mir denke, das sind schon echt gute Alternativen zu den Produkten. Und falls ihr Lust darauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt bis zum Ende. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren. Wir wachsen richtig, richtig gut und ich freue mich riesig. Ich habe eine ganze Kiste vollgepackt mit Make-up. Ich sehe aus wie mein Hintern. Nicht ganz, aber... Hi. Okay, ich habe hier die ganze Kiste voll. Ich weiß, wie gesagt, dieses Thema mit Dupes ist immer so ein bisschen schwierig. Wer legt fest, was ist ein Dupe, was ist kein Dupe? Aber das sind so Produkte, wo ich sage, hey Mensch, die erinnern mich vom Finish her oder vom Feeling her, von der Verpackung her an bestimmte High-End-Produkte. Und ich würde ganz gerne mit dem Primer anfangen. Und der erste Primer ist von e.l.f. Das ist der Poreless Putty Primer. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, warum ich den eine Weile nicht mehr benutzt habe. Ich habe dazu damals sogar ein Video gemacht. Das ist ein Dupe zu dem Toucher Silk Canvas Primer. Der ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Pudding, sehr, sehr schön und den arbeite ich mir am liebsten mit so einem Stippling Brush ein. Der ist so ein bisschen weißlich im Gesicht, aber der verschließt wirklich schön eure Poren und ich trage mir den auch wirklich nur hier auf, wo ich so ein bisschen vergrößerte Poren habe. Der ist nämlich recht, na, ich würde nicht sagen matt, aber der hat kein luminous Finish und ihr kennt mich, ich liebe es, wenn es so ein bisschen glowy ist. Das Finish ist aber fantastisch. Wenn wir jetzt uns darüber streiten wollen, was ist Dupe, was nicht, der hat natürlich nicht die Inhaltsstoffe, die der Touch-Up Primer wahrscheinlich hat. Ich habe sogar mein Video dazu gemacht, den mit dem Touch-Up Primer verglichen. Aber das Finish auf der Haut ist eigentlich identisch. Ich finde den vom Finish her sogar fast noch schöner. Und der verschließt so ein bisschen eure Poren im Gesicht. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich schaue mal, dass ich die Produkte euch unten in die Infobox setze. Manche Produkte... Also eigentlich gibt es alle Produkte noch, soweit ich weiß. Manchmal kann ich bestimmte Produkte nicht verlinken, aber ihr wisst mittlerweile ja, wie das hier bei mir in der Infobox läuft. Okay, wir machen weiter mit dem zweiten Primer und der ist von Physicians Formula. Das ist der Spotlight Illuminating Primer. Das ist fast ein 1:1 Dupe zu dem Becker First Light Priming Filter. Den Becker gibt es ja einmal so in Lavender und dann einmal in so Champagnerfarben. Ich liebe den. So ein schönes Finish auf der Haut. Ich nehme denselben Stippling Brush. Das ist jetzt hier einer von Morphe, der M439. Und den trage ich mir hier so ein bisschen im Gesicht auf. Der gibt einen sehr, sehr schönen Glow, finde ich. Und lässt die Haut so ein bisschen strahlen. Also das kann man auch mal tragen, wenn man kein Make-up trägt. Versorgt die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit, finde ich. Und das Schöne bei dem ist, ob stimmt, wir werden es in 30 Jahren erfahren. Der ist mit Age-Defying Dingern. Also der soll mein Alter verhindern. Ich glaube nicht. Aber, ne? Ist ein gutes Produkt, ist ein gutes Dupe. Der ist so schön glowy und im Prinzip, ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Dupes zu diesen super beliebten High-End-Produkten. Deswegen nagelt mich bitte nicht drauf fest. Manche Produkte haben einfach mehrere Dupes. Das sind jetzt die Produktalternativen, die ich habe für High-End-Produkte. Als Foundation möchte ich die Revolution XX Foundation benutzen. Das ist die matte Version und ich finde, mir ist es neulich erst aufgefallen, das ist eine gute Alternative zu der Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Vom Finish her sehr, sehr ähnlich, eher so ein bisschen in die matte Richtung. Ich finde, die Luminous Finish Foundation ist absolut nicht luminous. Die ist aber auch nicht matt. Also ihr werdet es gleich sehen und ich nehme als erstes auch denselben Pinsel von eben, weil da ist noch so ein bisschen Glow Primer dran. Und damit arbeite ich mir die Foundation ein. Können wir kurz über das Color Match reden? Wie schnell... Oh Gott, wie schön sieht diese Foundation aus. Ich habe sie so lange nicht mehr getragen.
Ich musste die Kamera jetzt mal ein Stückchen dunkler stellen, damit ihr diese Foundation seht, wie fantastisch sie auf meiner Haut aussieht. Also das ist eine ganz, ganz tolle Foundation. Die Farbe ist für mich wirklich perfekt und man braucht auch nicht viel. Also ich habe jetzt vielleicht 2 Pumpstöße damit verbraucht. Ich arbeite das erstmal mit einem Pinsel ein, die Foundation, weil sie so ein bisschen dickflüssiger ist. Und ich finde, dann geht es immer so ein bisschen besser. Aber die hat so ein natürlich mattes Finish. Und die mit dem Glow Primer so drunter. Meine Haut sieht richtig, richtig smooth aus. Wie viel Liter Wasser habe ich heute getrunken? Also jetzt noch gar kein Liter, aber wie sieht meine Foundation aus? 2 bis 5 Liter. Freunde, kleine Erinnerung, trinkt genug Wasser. Ihr werdet es wirklich sehen. Ich habe es früher nie gedacht, wenn die ganzen Celebrities immer gesagt haben, so, ich mache nichts für mein Gesicht, außer Wasser trinken und Sellerie trinken, essen. It's true. Natürlich, Herr Doktor, was weiß ich, hat auch ein bisschen geholfen, aber Wasser und gesunde Ernährung ist the key. Wir machen weiter mit dem Concealer, Freunde. Und das ist auch keine Überraschung. Auch da hatte ich ganz viele Alternativen. Aber das ist der Revolution Concealer Define Concealer. Den gibt es in der Hydrating-Version. Den gibt es mittlerweile in der Ultra-Coverage-Version. Jetzt gibt es ihn auch noch in der Glow-Version. Also es gibt wirklich super, super viele. Aber das war so der erste, der mir eingefallen ist, der dem Tarte Shape Tape nachempfunden wurde. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Dupes ihr zu Hause habt oder wo ihr denkt, Mensch, das ist ein gutes Dupe, das könntest du mal testen, Junge. Dann mache ich das natürlich. Der hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft, der Concealer. Also das ist kein Concealer für, ich gehe heute nur ein bisschen natürlich zum Bäcker, sondern das ist schon, der hat schon Bums, ne? Ich nehme jetzt meinen Make-up-Schwamm in Zusammenarbeit mit Lovia. Freunde, gute Nachrichten, es gibt ihn jetzt auf Amazon. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, vermutlich heute, am Mittwoch. Es gibt ihn bei Amazon, allerdings ist er schon ausverkauft dort. Das heißt also, es sind keine Schwämme mehr direkt bei Amazon gerade auf Lager, aber sie kriegen wieder neu. Also es ist nicht weg, aber es kommt halt nicht morgen mit Amazon Prime, sondern ihr müsst da halt ein Momentchen warten. Es gibt ihn mittlerweile auch bei Otto und in den nächsten Tagen kommt er dann auch zu Flaconi und Purish. Und Douglas, glaube ich, auch. Da sind wir aber gerade noch so ein bisschen dabei. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen. Diesmal steht das wirklich in der Infobox. Den Schwamm gibt es bei Amazon gerade für alle, die ihn noch nicht bestellt haben. Weil sie sich die Versandkosten sparen wollen. Bei Amazon gibt es den. Ihr müsst einen kleinen Moment warten, weil wir sind einfach auf Platz 2 der bestverkauftesten Schwämme auf Amazon. Platz 2. Und das ist einfach für mich so gar nicht vorstellbar. Okay, ich habe das Ganze einmal eingearbeitet. Es sieht jetzt ein bisschen trocken, finde ich, gerade aus. Ich glaube, es liegt aber einfach an der Kombination aus Produkten, die für meine Haut gerade nicht so gut, für meine Haut, ne, nicht für eure, nicht so optimal sind. Ich sette das Ganze jetzt nur leicht. Und dazu benutze ich von Wet n Wild ein nagelneues Puder, weil das ist die 5. glaube ich, die ich leer gemacht habe jetzt, oder Hit the Pan habe. Das ist ein 1:1. Ich finde es schon fast noch schöner als das Charlotte Tilbury Puder, to be honest. Kostet 4 Euro, glaube ich. Oder 3 Euro oder so. Also spottbillig, wirklich für das, was es kann. Das soll so ein bisschen verhindern, dass ihr Flashback habt bei Fotos. Und ich nehme meinen Schwamm, gehe nochmal herein, nehme einfach eine flache Seite. Gehe so ein bisschen rein. Und sette damit direkt unter meinen Augen. Und ich sette erstmal eine halbe Seite, damit ihr so einen Unterschied sehen könnt, wie krass das ausblurrt, also so ein bisschen weich zeichnet und sehr natürlich ist in jedem Licht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Ziel von diesem Puder gewesen, dass es in jedem Licht irgendwie natürlich aussieht. Und look at this. Sehr müde aus. Hier sehe ich sehr, sehr smooth und gleichmäßig aus. Gibt es, glaube ich, auch in verschiedenen Farben. Ich habe das jetzt in Neutral Beige. Am Ende ist es fast egal, weil ihr benutzt davon ja eh nicht so viel. Ich nehme dann nochmal so einen Pinsel, einen fluffigen, gehe hier so ein bisschen rein. Wirklich, also das ist mit das beste Puder, was es gibt. Also egal, ob High-End oder Drogerie, dieses Puder Wet n Wild ist das, I don't know, wie sie es geschafft haben. Aber diese Photo Focus Foundation auch generell ist ja wirklich fantastisch. Ich liebe die total, egal ob matt oder dewy, beide wunderbar. Aber she's cute. Ich finde, der Concealer ist gerade nicht mehr ganz so meins, ehrlich gesagt. Früher habe ich den ja vergöttert, aber da gab es halt auch noch nicht so viele Alternativen. But she's natural today, I guess. Wir machen weiter mit Bronzer. Da habe ich 2. Also einmal den hier von Rival Loves Me. Das ist der Tropical
Bronzer ist so ein bisschen duped zu dem Benefit Hoola Bronzer. Und dann aber einen, den ich fast noch schöner finde, das ist der Butter Bronzer von Physicians Formula auch. Ich finde, der ist so ein bisschen wie der, wie halt nicht Tom Ford. Ja, also Tom Ford Marc Jacobs Coconut Bronzer. Vom Finish her, von der Farbe her, ich habe den in Light. Den gibt es auch noch in Medium. Ich finde, Light reicht aber. Und der hat so ein nicht feuchtes Finish, aber so ein seidenmattes Finish. Wirklich ein super, super schöner Bronzer. Sehr natürlich. Ihr könnt ihn aufbauen. Er ist nicht zu warm, er ist nicht zu kühl. Also, ich finde, er ist auch ein gutes Dupe zu dem Hattie Bronzer tatsächlich, so von der Farbe her. Aber ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsbronzer. Also, ihr seht vielleicht so einen leichten, nicht Glow. Das ist schwierig zu beschreiben. Der ist aber auch nicht so pudrig. Oh Gott. Ich glaube, ihr könnt mir folgen und wisst genau, was ich meine. Ihr kennt den wahrscheinlich auch schon. Probiert ihn aus. Als Blush habe ich einen von Rival de Loup. Und das ist fast auch farblich ein Dupe zu dem Kevin O'Croin Blush in Ariana. Einer meiner absoluten Lieblingsblushes. Das war, glaube ich, das erste teure Produkt, was ich jemals gekauft habe bei TK Maxx. Team Günstmaus, ne? Ihr wisst es. Ich gehe da rein. Hat ein bisschen Kickback, aber der von Kevin O'Croin auch. Und der ist so, der hat einen ganz leichten Schimmer mit drin. Und ist so ein zartes Rosé, Korall. Wunderschön, passt wirklich für viele, viele Häute. Und kostet 1,29 €. Den brauche ich euch gar nicht verlinken. Den gibt es so in der Drogerie. Nächstes Mal, wenn ihr Klopapier kaufen geht, nehmt ihr den mit. Weil der ist... Rival de Loup, ne? Das ist... Ihr wisst es. Es gibt Produkte, die sind fantastisch. Und dann gibt es Produkte, die sind so meh. Aber das ist ja oft so. Aber ich finde, da fällt es halt einfach immer noch so krass auf, weil es so günstig ist, dass man fast erwartet, dass es nicht so gut ist. Und dann kommt aber die Überraschung, wie beispielsweise dieser Blush oder die Mascara, die ich euch gleich zeige. Als Lidschattenpalette, ich finde die andere gerade nicht, keine Ahnung, aber das ist auch ein Dupe. Das ist die L'Oreal Ice Go Wild Palette. Ist auch fast ein 1:1 Dupe zu der Natasha Denona Palette. Es gibt auch ein Video zu der Palette einzeln und ein Video zu der anderen Palette. Ich glaube, die war von Maybelline, die New York Nudes oder so hieß sie. Wow, Natasha Denona. Also das kann man... Ha, bei Natasha Denona, da scheiden sich tatsächlich die Geister hier in der Community, habe ich letztes Mal festgestellt. Da wurde ich schon doch ganz schön direkt angegangen, dass es nichts gibt, was so gut ist wie Natasha Denona. Kann ich auch nicht zustimmen, aber es ist schon so, dass Natasha Denona eine ganz bestimmte Formulierung hat. Ja, die sind sehr, sehr cremig, die Lidschatten. Die sind sehr, sehr weich und soft. Und da kommt tatsächlich von der Haptik her, auch vom Packaging, eigentlich nichts dran. Aber Leute, die nicht mal eben 70 € für eine Lidschattenpalette ausgeben wollen oder können, gibt es gute Drogerie-Alternativen vom Farbschema her. Es wird jetzt hier ein ganz, ganz flinker Look, sehr monochrom. Ich gehe hier in diese Farbe hier, keine Ahnung, wie die heißt. Was mich so ein bisschen an der Palette stört, ist, dass die Fännchen so flach sind. Aber schaut euch das an. Ist einfach drauf. Was wollen wir mehr? Das ist so eine richtig schöne Everyday-Alltagspalette. Könnt mir gerne mal bitte in die Kommentare schreiben. Da brauche ich euch jetzt wirklich mal bitte alle. Wie würde eure perfekte Lidschattenpalette aussehen? Wie viele Fännchen sind drin? Welche Farben sind drin? Was wollt ihr? Was wollt ihr vielleicht auch nicht in einer Lidschattenpalette haben? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil wenn ich mir so überlege, was würde ich in eine Lidschattenpalette reinmachen, habe ich so genaue Vorstellungen. Ich würde aber mal wissen wollen, was ihr damit reinmacht. Ich gehe jetzt mit meinem Finger in die Farbe hier oben. Das ist so ein Topperton. Und so ein bisschen hier ins Kupfer. Ha, weiß ich nicht jetzt gerade, welche ich schöner fand. Ich gehe noch ein bisschen ins Gold. Mein Gott, wir haben gleich alle Schimmerfarben hier auf dem Auge. Ja, she's natural today. Okay, als Mascara, Freunde, habe ich ebenfalls von Rival de Loup die Better Than Yours. 1:1 zu der Better Than SEX Mascara. Kostet halt nur ein 1/30. Boom. Und ich möchte eine Lippenkombi mit euch einmal durchgehen, die ich in den letzten Tagen total gerne getragen habe. Das war eher so ein Zufall. Wo ist denn der Lip Liner? Das war ein Eyeliner. Der ist von We Make Up, ein braun. Ich habe nämlich keinen braunen Lip Liner. Jetzt sehe ich gleich aus wie straight aus den 90ern. Mach dann so ein bisschen so. Und dann habe ich von Banana Beauty einen Liquid Lipstick genommen in der Farbe Flash Me. Das war, glaube ich, mit Sarah Harrison zusammen.
verblende damit so ein bisschen diesen Eyepencil. Das ist so dieses Kim Kardashian-Nude aktuell, finde ich. Und ich habe Ewigkeiten nach so einer Kombi gesucht. Ich habe sie per Zufall gefunden. Ich lasse das Ganze trocknen. Ich möchte nämlich noch einen Gloss rübergeben. Das ist mit einer der besten Glosse, finde ich, die es überhaupt gibt. BH Cosmetics Chai Latte Gloss. Mit dem Code MAXIM10 könnt ihr 10% bei BH Cosmetics auf alles sparen, Freunde. Auf alles. Also auch aufs Sale, soweit ich weiß. Falls ihr was kaufen wollt, denkt an meinen Code. Damit unterstützt ihr mich natürlich ein bisschen. Aber fantastisch. Gebt den jetzt einfach rüber. Der riecht fantastisch und der ist so leicht rosa. Und das wärmt die Lippe so ein bisschen wieder auf. Denn das sieht jetzt eher so ein bisschen leblos aus. Und ich liebe diese Lippen. Das ist mein perfekte Nude-Erwachsene-Lippe. Nicht so dieses Baby-Rosa-Nude, sondern Queen. Freunde, das ist tatsächlich einmal der fertige Look mit günstigen Drogerie-Alternativen zu High-End-Produkten. Schreibt mir unbedingt bitte einmal in die Kommentare, welche eure Lieblings-Dupes sind. Und ich würde mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.